So, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Belgien und heute Abend habe ich in Belgien einen Vortrag. Morgen fahren wir dann weiter nach Luxemburg und dort habe ich dann auch einen Vortrag und ein Wochenendseminar. Das ist ganz wichtig. Du kannst den Partner tauschen, aber es verändert sich nicht, wenn dieser Mangel in dir drin ist. Weil unsere Gedanken sind verbessern oder verschlechtern Nahrung. Wie ernähren sie sich? Da haben ganz viele gesagt, ja, ganz gesund, also ich ernähre mich ganz gesund. Und ich so, ja, kochen sie frisch? Ja, ja, klar. Mach jeden Tag eine Pizza aus der Packung auf und mach sie in den Ofen rein. Ich koche frisch. Menschen, die verliebt sind, kaum Symptome haben, auch wenn die chronisch krank sind, haben die kaum Symptome oder Schmerzen. Wenn wir krank sind, wenn wir ein Symptom haben, was machen wir ganz oft? Wir googeln Dr. Google. Ich werde eure Frauen animieren. So, jetzt habt ihr mal gesehen, was wir so Backstage machen. Mike, wie immer, lutscht dann irgendwas rum, was immer das fällt. Und er zeigt mir auch so viele Bilder, wo ihr noch jünger wart. Oder ja? Und er zeigt mir auch so immer sehr eigentlich als liebevoller Vater, auch als kümmernder Vater. Und er sagt so, aber das Problem ist eben, dass er am Schluss so ein bisschen wie die Familie weggestoßen hat. Kannst du das nachvollziehen? Weil er ist heute wie auch da und sagt, er möchte sich wie noch entschuldigen. Kannst du das verstehen? Aber er sagt so, er weiß eigentlich, weil man hat ihn verziehen oder man hat ihn auch nach seinem Tod verziehen, weil man wusste, vieles hat mit der Krankheit zu tun gehabt. So. Immer so, meine Mädels, deswegen ist so, und ich habe ihn dann gefragt, gibt es keinen Bruder? Und er, nein, meine Mädels. Und jetzt, okay, gut, okay. Weil, und er war auch wirklich so mega stolz auf seine Mädels. Also, es war für ihn auch ganz schlimm, das zu spüren, dass er einfach diese Veränderungen hatte. Okay, vielen Dank, danke. Ich wünsche euch alle noch einen super schönen Abend. Hier ist die Dani und der Mike. Der filmt schon wieder, weil er macht ein paar, wie sagt man dem eigentlich so, Videos, wie es hinten aussieht. Backstage-Videos, Backstage, oder? Okay. Wie sagt man das? Ja, wir hatten jetzt gerade eine kleine Tour durch Belgien und Luxemburg und in Belgien war ich schon die letzten 3 Jahre. Also ich war jetzt das dritte Mal in Belgien und jetzt diesen Freitag das erste Mal in Luxemburg für einen Vortrag und jetzt hatten wir ein schönes Wochenendseminar. Und ja, es war mega schön in Belgien und in Luxemburg und das Schöne war auch so, es sind noch nicht so viele Referenten jetzt in diesen 2 Ländern schon gewesen und deswegen waren die Menschen noch ein bisschen zurückhaltender bei diesem Thema. Aber es war schön, wie man gesehen hat, wie sie doch immer offener geworden sind und interessiert an dem ganzen Thema. Und vor allem die Menschen in Belgien und Luxemburg sind unheimlich freundlich, weil ja, Französisch war jetzt nicht gerade so meine Stärke.
und war einfach schön zu sehen, wie hilfsbereit die Menschen waren und ja, unterstützt hat. Also es war eine sehr, sehr schöne Tour. Ja, ich hatte jetzt gerade das Geistführer-Seminar und eine Frage, die mir ganz oft auf Instagram oder auch jetzt so in Kursen immer wieder gestellt wird, ob denn Babys, wenn die Frau schwanger ist, ob das Baby im Mutterleib auch schon einen Geistführer hat. Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und natürlich hat das Baby, auch wenn es noch nicht geboren wurde, schon einen Geistführer an der Seite, das es unterstützt. Weil wir haben ja alle vorher schon Inkarnationen gehabt und in diesen Inkarnationen wurden wir natürlich auch schon von unserem Geistführer begleitet und so kennen die sich schon und ja, die Babys werden auch schon begleitet von Geistführern.